yeah. Never ever, I'm forever on. Check my repertoire, check my repertoire. Don't check me, nah. Life is checks and ball. I've been feeling like I'm next to God. Next to, next to God, next to, next to God. Never not, never under, yeah. Never ever, I'm forever on. Check my repertoire, check my repertoire. Don't check me, nah. Life is checks and ball. I've been feeling like I'm next to God. Next to, next to God, next to, next to God. Never fall, never ever fall. Never ever stone a rolling stone till I'm in Rolling Stone. Bet I'm close to gold. Need a place, need a safer bank. I've been saving change, I need some space. Chatting in my face, get from around my way. Ayy, what you saying, where you at now? I swear that once I leave my city, never coming back down. Wait, from pushing tapes to glowing up around the map now. Real hot summer, keep my cool, I never act out. Ayy, yes indeed. Recognize what you want, may not be what you need. Won't take control of me, but I got mouths to feed. Hustle smart, nah, harder, still get it by any means. Please. Never nah, never under y'all. Never ever, I'm forever on. Check my repertoire, check my repertoire. Don't check me, nah, unless it's checks involved. I've been feeling like I'm next to God. Next to, next to God, next to, next to God. Never nah, never under y'all. Never ever, I'm forever on. Check my repertoire, check my repertoire. Don't check me, nah, unless it's checks involved. I've been feeling like I'm next to God. Next to, next to God, next to, next to God. Had to get up, had to get it by myself. Bad decisions had me living down in hell. Paranoia, so I keep it by my belt. Losing sleep, I know this lean won't be no help. Nah, it's no contest, S on my chest. Whole squad gon' flex, yeah, you know that set. They had mentioned competition, I'm here like, what's that? Heard your last two tracks, you're not eating all that. Servus! Servus! Endlich mal wieder ein Video mit dem Marco. Die letzten Videos waren ja in der Corona-Zeit. Leider ohne Marco, weil der Marco in Österreich wohnt. Und auch das erste Video in unserer neuen Halle, die wir jetzt soweit schon ein bisschen schöner gemacht haben. Und ja, wir freuen uns, dass wir gleich ein neues Projekt euch vorstellen können. Da wird euch der Marco ein bisschen darüber erzählen, weil der hat den ausgesucht. Und ist auch eine Zusammenarbeit mit Manfilter, was uns auch sehr freut, dass die mit an Bord sind, dass wir dieses Projekt auch machen können, weil ich finde das ganz schön geil. Erzähl mal was drüber. Also den Käfer haben wir bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Es ist ein Lukowski-Käfer. Na, also so steht es in den Papieren, aber es war ursprünglich ein 1303er Käfer. Wir schätzen so 72er, 73er Baujahr, der wurde dann umgebaut. Also man sieht ja hier den geilen Titel da. Und beste Schweißnaht. Größerer Motor, also serienmäßig hat der einen 1300er oder was drin und der hat jetzt einen 1600er drin. Jo, Webervergaser. Doppelweber. Doppelweber natürlich, ja. Jo, er sollte ungefähr 60 PS haben, den werden wir aber komplett zerlegen. Räum abdichten, alles checken, die ganzen Maße und Vergaser reinigen und dann hoffentlich hat er sogar noch ein bisschen mehr. Marco wird euch noch dazu einige Dinge erklären, wie man einen Vergaser einstellt etc. Weil da ist der Marco ein ganz schöner Fuchs drin, was das angeht. Und ja, karosseriemäßig vom Design her dürfen wir euch da noch nicht so viel verraten. Wofür dieses Projekt ist, dürfen wir euch auch noch nicht ganz verraten. Wird aber, ja, ich denke mal, nach ein paar Videos wird das schon noch entlarvt werden, würde ich mal sagen. Ja. Also man sieht auf jeden Fall die Farbe. Nochmal Mannfilter hier. Vom Design her dürfen wir eigentlich auch noch nicht sagen. Dürfen wir auch noch nicht sagen, aber es wird multi gebrandet. Also es ist unser Logo drauf und Mannfilter Logo etc. Wir werden da auch ein geiles Design mit Mannfilter zusammen machen. Ihr kennt ja die Mamba von ihnen, die schaut auch richtig geil aus. Ist ein bisschen schwächer als die Mamba, aber nur ein bisschen. Leicht, ja. Nur ein bisschen. Na, aber so grob, wir wollen ihn ein bisschen höher machen, dass es so ein Baja-Buggy wird. Gescheite Reifen drauf. Okay, er hat eh schon 275er hinten. Ja. Schaut aus, als hätte er 300 PS. Ja, hat er aber nicht. Ja. Aber er ist laut, als hätte er 300 PS. Ja, das stimmt. Dann gescheite Rennsitze rein. Innenraum schön machen. Innen kommt sowieso alles raus, weil die Rücksitzbank braucht kein Mensch. Nee. Mehr als zwei Leute sollten auch nicht reinpassen. Am liebsten würde ich noch den zweiten Sitz raushauen, aber irgendeinen muss der mitnehmen auch, gell? Das ist das. ja, und da werden wir euch begleiten und wir hoffen, euch gefällt das Projekt. Und ihr könnt uns gerne auch schreiben, was ihr für Ideen habt.
Genau. Dann können wir schauen, ob wir die Ideen verwirklichen können oder wenn wir euch was zeigen sollen, was weiß ich, wie man Stoßdämpfer zerlegt, was wir halt alles machen können. Mit dem Ding können wir eigentlich alles machen. Da ist so wenig Technik drin, das bevor das der Licht hat wenigstens. Ja, das ist halt das Coole auch, warum wir das Projekt ausgewählt haben, das Auto. Wir haben zuerst überlegt, sollen wir einen Japaner nehmen, sollen wir so einen richtigen Offroad. Japaner kommt noch. Ja, Japaner kommt noch. Also ich habe auch noch richtig Bock auf ein Japaner-Projekt. Was uns immer recht wichtig ist, ist, dass die Dinger für jeden machbar sind. Ja. Also das Auto war jetzt nicht teuer zum Kaufen. Der Umbau, ja, mal schauen, was da noch alles auf uns zukommt. Ich meine, wenn man es selber machen kann. Wenn man es selber machen kann, dann ist das eigentlich ein geiles Projekt, was man auch mal zu Hause machen kann. Also jeder. Käfer kennt jeder. Jeder Vater, Opa, wie auch immer, oder auch natürlich die Mütter, haben das sicher mal gefahren oder sind mitgefahren als kleine Kinder. Und ja, Teile sind leistbar, gut zu beschaffen. Ja. Genau. Also als Projektauto ideal. Optimal. Und vor allem Haarzulassung. Ah, geil, oder? Und generell zugelassen. Mit dem Umbau. Also auch mit dem Grund, warum wir das Ding eigentlich gekauft haben. ihr könnt das Projekt komplett bei uns auf YouTube begleiten, auf Instagram, auf TikTok wird auch was sein. Wir werden das Projekt voll und ganz begleiten mit allen Mitteln, die wir haben. Und würde uns freuen, wenn ihr ein Abo da lässt, dass ihr das Projekt auch begleiten könnt. Und wenn ihr was habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und ja, dann freuen wir uns schon auf die nächsten Videos. So. Also nur vom zeitlichen her, geplant ist das Auto bis März, April, soll fertig sein. Genau. Ja. Freuen wir uns.